Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Folge von Flaschendreh. Wir haben uns heute zum ersten Mal mit richtig vollen Flaschen ins weite Web begeben und werden für Sie zwei typische österreichische Weine verkosten. Einen Veltliner und einen Riesling. Wir haben also gleich einen Glaubenskrieg in der ersten Folge. Zusätzlich kommt der Veltliner aus der Wachau und der Riesling aus dem Kremstal. Es handelt sich hierbei um Federspielkampfgewicht, was so viel bedeutet wie 12,5 Alkohol. Mhm. Richtig. Ja. Wir fangen an. Genau, wir beginnen mit dem Veltliner. Wir haben uns ein bisschen überlegt, warum wir mit dem Veltliner beginnen. Das werden wir im Rahmen der Verkostung Ihnen dann erklären. Wir vermuten, dass das der etwas schlankere und der andere der etwas ausladende ist. Werden wir gleich sehen, ob das so stimmt. Um nur was zu sagen, Veltliner von der Domäne Wachau. Federspiel Kolmitz 2010, 12,5 Alkohol im Stahltank ausgebaut vom Heinz Frischengruber, das ist der Chef-Enologe in der Domäne Wachau. Das ist der größte Betrieb in der Wachau. Also die Domäne Wachau kann Weine von allen Top-Lagen dieser Region präsentieren und das in praktisch jeder Ausbauqualität von Steinfeder bis zum Smaragd. Wir hier jetzt mit der Lage Kolmitz aus Weißenkirchen. Ja. Wir probieren da ein Federspiel, wie schon gesagt, das ist so das Mittelding. Sagen wir mal die Farbe. Genau, farblich kann man sich, glaube ich, auf... Wo kommen wir? Farblich hat man jetzt hauptsächlich dein Hemd durchschimmern gesehen, okay. Aber es passt, es ist leicht genau. Grünlich, gelb-grün. In der Farbe, gelb-grün. Gelb-grün passt zu einem leichten sommerlichen Wein, so wie auch das Hemd dort. Ja. Ne? Schauen wir mal, ob sich dieses Gelb-Grün auch irgendwie in Nase und Gaumen wiederfinden lässt. Also, sehr schöner Wachau-Veltliner. Also wenn gelb-grün noch was riecht, dann vermutlich so ein bisschen Marille, ein bisschen Pfirsich, so ja. Quasi Wachauer Kompott. Vielleicht ein bisschen Tabak. Ja, Tabaknoten, könnte man glauben, Kräuter, so ja. Ein bisschen in der Richtung. Ja, genau. Vielleicht auch ein bisschen Alkohol. Hm, ja. Das müsste vielleicht nicht sein, aber macht ja nichts. Schauen wir mal. Prost. Ja. Was Sie jetzt gehört haben, das war Weinkosten und kein Sprachfehler. Wir versuchen dem Wein am Gaumen Luft zu geben. Noch kein Sprachfehler. Gaumen, gutes Stichwort. Was tut dieser Wein am Gaumen? Recht dicht, muss man sagen. Ein schönes Säurespiel, also er verleugnet die Säure nicht, sagen wir so, ein sehr frischer Wein. Rassig, würde ich fast sagen. Also spannend. Knackig. Knackig, rassig. Sie werden diese Begriffe noch öfter von uns hören. Nett gemacht, muss man sagen. Falstaff würde ich sagen, das ist extra trocken. Ja, genau, Falstaff sagt sowas extra trocken. Wir sagen rassig. Nett gemacht, gut gemacht, interessanter Abgang, fast ein bisschen restsüß hinten. Also jetzt nicht schlecht restsüß, sondern interessant restsüß. Speisewein. Also für Restsüße druckt er mir ziemlich die Falten aus, oder? Naja, okay. Sie sehen schon, wir sind uns auch nicht immer einig. Knackig in der Säure. Und nennen wir es vielleicht Extraktsüß. Gut gemeint. Gut, wir einigen uns salomonisch auf Extraktsüß. Einigen uns darauf, dass das ein sehr schön gemachter Speisewein ist. Und dass er gut ist. Und dass er gut ist. Ja. Passt. Dann bleiben wir bei gut gemachter Wein und schauen, was der Riesling kann. Ja. Danke. Links. Links. Riesling vom Weingut Niegel. Riesling DAC. Und da sind wir schon bei der ersten Quizfrage, liebe Weinfreunde da draußen. DAC. Nein, das ist keine Abkürzung für ein besonderes Auto, das ist eine Abkürzung für und all jene, die jetzt eine richtige oder aber lustige Antwort haben,
ein Posting damit verfassen und entweder unter dem Blog posten oder auf Facebook posten oder wo auch immer ihr die Chance seht, uns etwas zu posten. Einfach posten und unter den besten oder lustigsten Antworten verlosen wir einen wunderschönen Preis dieses Formates. Und jetzt zurück zum Wein. Na boah. Das ist schon ein anderes Kaliber als der Veltliner, würde ich da sagen. Obwohl der Veltliner gut war. Fast ein bisschen exotisch in der Nase, würde ich sagen. Sehr reif auf jeden Fall. Also Marillen würde ich hier nicht finden, was für die Wachau oft sehr typisch ist bei. Drum hätte ich ja exotisch gesagt. Exotisch, ja. Vielleicht Banane. Ja, warum nicht? Mit er hat auch was Krautiges, also so eine Mischung aus Wiesenkraut und Banane. Ich hoffe, Sie können sich das auch irgendwie vorstellen. Ja, sollten wir noch einen Dudler dazu da, ne? Genau, sollten wir. Der Almdudler Riesling aus der Wachau. Ja, aus dem Kremstal. Entschuldigung. Am Gaumen viel eleganter als der Veltliner. Schönes Säure-Fruchtspiel. Sehr klassischer Riesling, Steinobst. Ganz genau. Kann man nicht wirklich verleugnen. Schön sogar unterlegt mit ein bisschen Mineralik. Ja, könnte man sagen. Könnte man sagen. Trinkanimierend, ja. Sagt man da gar wieder zu. Er hat so was im Abgang noch so was. Zitroniges, würde ich sagen, so ein bisschen säuerhältig. Sehr lustig, da trinkt man gern noch einen Schluck, muss ich sagen. Ja. Und bevor ich diesen Schluck trinke, muss ich jetzt noch feststellen, wir haben Ihnen da draußen im World Web ein bisschen die Farbe des Weines vorenthalten. Das werde ich gleich wieder gut machen. Also, ich glaube, wir einigen uns auch hier irgendwie so auf gelb-grün, ne? Ja. Was ja nicht so wirklich untypisch ist. Oder grün-gelb, also je nachdem, wie man geartet ist. Auf keinen Fall grün-weiß. Nein. Also das ist ein wirklich schöner Wein. Vielleicht so ein schönen asiatischen Essen dazu. Ja, da passt die Exotik zu. Wirklich, wirklich nett. Also Sie merken schon, wir sind uns jetzt irgendwie auch schon einig, auch ein schöner Speisebegleiter, so wie auch der Weißkirchner Kolmitz von der Domäne Wachau, der Veltliner vorher. Ja. Ich würde den Riesling dem Veltliner vorziehen. Das ist ein Votum, den kann ich mir durchaus anschließen. Auf der nach oben offenen 100-Punkte-Skala würden wir wem was geben? Auf was einigen wir uns? Ich sag da Veltliner, 89. Ja. Und der Riesling. Riesling ist, warum sind nur die Schwergewichte gute Punkte kriegen? 91. 91 für den Riesling, 89, sagen wir dann, für den Veltliner. Dem kann ich mich ehrlich gesagt vorbehaltlos anschließen. Das unterschreibe ich, kein Problem damit. Dazu ist zu sagen, Veltliner für in etwa 10 Euro, der Riesling DRZ Dornleiten von Nigel. Unwesentlich teurer. Gefühlte, unwesentliche 3 bis 4 Euro mehr. Aber was ist das schon bei so einem schönen Wein? Ja. Ja, in diesem Sinne. Somit hat sich die erste Flasche gedreht. Genau. Und jetzt sind Sie am Zug beim Nachkosten. Prost, Prost.